Gegenstand dieses Abschnitts ist die Schrödinger-Gleichung eines Punktteilchens in einer Dimension. Zuerst werden wir diese für ein freies Teilchen mit der Masse m aufstellen und lassen uns dabei durch folgende zwei Bedingungen leiten. Einmal sollen Energie und Impuls Erhaltungsgrößen sein, wie wir es aus der klassischen Mechanik kennen. Und zum Zweiten soll zwischen diesen beiden erhaltenden Größen die Beziehung gelten, die wir auch aus der klassischen Mechanik kennen. Die Energie eines Teilchens ist gegeben durch den Impulsquadrat dividiert durch zweimal die Masse. Beide Bedingungen sind erfüllt, wenn wir den Hamilton-Operator ansetzen als Impulsoperator quadriert dividiert durch zweimal die Masse. Dass hierdurch diese beiden Bedingungen erfüllt sind, sieht man wie folgt. Der Hamilton-Operator kommutiert natürlich mit sich selbst, deshalb ist wie immer die Energie erhalten. Hier ist aber der Hamilton-Operator das Quadrat des Impulsoperators und deswegen kommutiert auch der Impulsoperator mit dem Hamilton-Operator. Deswegen ist auch der Impuls hier eine Erhaltungsgröße. Die Energie-Impuls-Beziehung bekommen wir auch sofort, da die Erwartungswerte, für die wir diese Bedingungen fordern, natürlich diese Gleichung erfüllen, die direkt aus dieser Gleichung folgt. Mit der Hamilton-Funktion des freien Teilchens bekommen wir auch die Schrödinger-Gleichung eines freien Teilchens. Die Ableitung des zeitabhängigen Zustandsvektors Psi von t multipliziert mit i h quer ist gegeben durch Hamilton-Operator angewandt auf Psi von t. Da hier der Hamilton-Operator gegeben ist durch Impuls-Operator-Quadrat dividiert durch 2m, bekommen wir diese Schrödinger-Gleichung. Hieraus können wir eine Differentialgleichung für die zeitabhängige Wellenfunktion ableiten. Psi von xt ist gegeben durch phi x multipliziert mit dem Zustandsvektor Psi von t. Und um aus dieser Gleichung diese Gleichung abzuleiten, multiplizieren wir diese Gleichung von rechts mit bra phi x. Aufgrund der Linearität des Skalarprodukts zieht sich das hier durch und es erscheint hier genau die zeitabhängige Wellenfunktion. Auf der rechten Seite müssen wir beachten, dass der Impulsoperator auf die Wellenfunktion wirkt durch Multiplikation mit i h quer und der Ableitung nach x. Zweimalige Anwendung dieses Ausdrucks führt dann zu minus h quer Quadrat d nach dx Quadrat. Wir müssen also die zweite Ableitung der Wellenfunktion bilden, mit minus h quer Quadrat multiplizieren und durch zweimal die Masse dividieren. Das ist die Schrödinger-Gleichung des freien Teilchens in Ortsdarstellung. Im allgemeinen Fall, also in dem Fall, dass das Teilchen nicht frei ist, bekommen wir äußere Einflüsse, die wir in der klassischen Mechanik durch ein Potential mit einer Potentialfunktion U beschreiben. Wir definieren aus dieser Potentialfunktion einen Potentialoperator V und bilden den, indem wir in diese Potentialfunktion den Ortsoperator x einsetzen. Das ist eine sinnvolle Definition, da wir nun feststellen, dass der Ortseigenzustand zum Eigenwert x0, das heißt, das Teilchen sitzt genau am Ort x0, stellt sich heraus, ist auch ein Eigenvektor dieses Potentialoperators. Und der zugehörige Eigenwert ist natürlich genau der Wert des Potentials an diesem Ort x0. Das heißt, wenn wir uns ein Teilchen vorstellen, das genau bei x0 sitzt, dann hat dieses eine Energie, die genau durch den Wert des Potentials an diesem Ort gegeben ist. Mit Energie ist hier die potentielle Energie gemeint. Die Wirkung des Potentialoperators auf die Wellenfunktion ergibt sich auch sofort aus dieser Beziehung. Wir erhalten dann, dass die Wellenfunktion Psi von x abgebildet wird auf die Wellenfunktion Psi von x, jetzt aber multipliziert mit U von x. Im allgemeinen Fall wird also der Hamilton-Operator neben diesem Operator der kinetischen Energie,
des freien Teilchens p² durch 2m auch diesen gerade eingeführten Potentialoperator aufweisen. Das heißt, der Hamilton-Operator ist durch diese Summe gegeben. Hieraus ergibt sich die Schrödinger-Gleichung eines Teilchens wie folgt. Hier der bekannte Term, die Zeitableitung nach des Zustandsvektors nach t, ist jetzt gegeben durch die Anwendung dieses Hamilton-Operators auf den Zustandsvektor, also Impulsoperator Quadrat durch 2m plus Potentialoperator. Die Darstellung dieser Gleichung in Ortsdarstellung ist dann wie folgt. Auf der linken Seite steht die zeitliche Ableitung der Wellenfunktion zur Zeit t. Hier der bekannte Ausdruck des freien Teilchens für die kinetische Energie, gebildet durch die zweite Ableitung der Wellenfunktion. Und der Potentialoperator wirkt durch Multiplikation mit der Potentialfunktion u von x. Dieses ist die Schrödinger-Gleichung eines Teilchens im Potential u von x, die erstmalig von Erwin Schrödinger 1926 so postuliert wurde. Es handelt sich formal gesehen um eine lineare partielle Differentialgleichung, weil wir partielle Ableitungen nach der Zeit und nach dem Ort auffinden. Diese partielle Differentialgleichung ist erster Ordnung in der Zeit und zweiter Ordnung in der Ortsvariable x. Wenn wir jetzt unsere Standardlösungsmethode anwenden wollen auf dieses Problem, müssen wir die Energieeigenzustände Psi0, Psi1 und so weiter und die dazugehörigen Eigenenergien E0, E1 und so weiter bestimmen. Sie genügen der bekannten Eigenwertgleichung, Hamilton-Operator angewandt auf den nten Energieeigenzustand Psi n, ist die nte Eigenenergie En multipliziert mit diesem Energieeigenzustand. Es ist zweckmäßig, dass wir diese Gleichung behandeln in Ortsdarstellung, das heißt, wir leiten hieraus eine Gleichung ab für die Wellenfunktion dieser Energieeigenzustände. Diese Wellenfunktion nennen wir dann die Energieeigenfunktion. Das heißt, wir haben für jeden Eigenzustand Psi0, Psi1 Energieeigenfunktionen Psi0 von x, Psi1 von x und so weiter. Die Gleichung bekommen wir, indem wir wieder diese Gleichung nehmen und von rechts mit bra phi x multiplizieren. Dann erhalten wir, wie zuvor, auf der linken Seite diesen Operator in Ortsdarstellung, den Hamilton-Operator in Ortsdarstellung, einmal wieder der kinetische Anteil, im Wesentlichen der zweiten Ableitung nach dem Ort, und hier der Potentialoperator, Multiplikation mit u von x. Das entspricht diesem h angewandt auf dem Zustand psi n. Auf der rechten Seite ist es einfache Multiplikation mit den nten Energieeigenwert En, also bleibt es hier auch En multipliziert mit der Wellenfunktion. Diese Differentialgleichung, die jetzt nur die partiellen Ableitungen nach dem Ort enthalten, nennen wir die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung eines Teilchens in Ortsdarstellung. Eine wichtige Bedingung, die man auf jeden Fall an die Energieeigenfunktion stellt, ist, dass die Wellenfunktion nicht im Unendlichen divergieren darf. Denn wenn sie das täte, dann würde es bedeuten, dass auf jedem endlichen Raumbereich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eigentlich gegen Null gehen müsste. Und das Teilchen wäre dann gar nicht mehr da, wo man es haben möchte. Eine etwas stärkere Bedingung, wo man verlangt, dass die Norm des Zustands, das heißt, das Integral über die Wellenfunktion zum Betragsquadrat genommen, endlich bleibt, nennt man diese Normierbarkeit. Diese Bedingung ist aber für die meisten Fälle komplett ausreichend. Wenn wir dann die Eigenzustände und die Eigenenergien damit bestimmt haben, können wir vorgehen wie in dem allgemeinen Schema. Wenn wir dann etwa eine Anfangswellenfunktion haben, stellen wir diese dar bezüglich der Energieeigenzustände und wir können dann ohne weiteres die Zeitentwicklung bestimmen, indem wir diese Energieeigenfunktion mit den entsprechenden Faktoren multiplizieren. Was hier hingeschrieben ist für die Zustandsvektoren,
gilt ebenso auch für die Wellenfunktion. Im Folgenden werden wir einige eindimensionale Modellsysteme kennenlernen, an denen wir elementare quantenmechanische Effekte studieren können. Das erste System ist ein Teilchen im Kasten. Dann betrachten wir die Streuung eines Teilchens an einer Potentialstufe, Potentialschwelle oder Potentialbarriere und werden hierbei den quantenmechanischen Tunneleffekt kennenlernen. Ein weiteres wichtiges System ist der harmonische Oszillator, den wir hier in der eindimensionalen Form betrachten werden. Unter dem Modellsystem Teilchen im Kasten verstehen wir ein Teilchen in einer Dimension, dessen Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt ist durch unendlich hohes Potential für x kleiner 0 und unendlich hohes Potential für x größer L. Deshalb kann sich dieses Teilchen nur auf dem Intervall 0 bis L bewegen. Die Energieeigenfunktion muss aufgrund der Divergenz des Potentials für x kleiner 0 und x größer L verschwinden in diesen Bereichen und ist dagegen für x in diesem Intervall 0 bis L eine Lösung der freien Schrödinger-Gleichung, da in diesem Bereich dieses Potential verschwindet. Man verifiziert leicht, dass die Eigenfunktionen von dieser Form sind. Es sind im Wesentlichen ebene Welle, gebildet durch Sinus kn, einem Wellenvektor, mal x. Wir wählen die Sinusfunktion, damit diese Energieeigenfunktion bei x gleich 0 verschwindet. Und damit diese Funktion auch verschwindet für x gleich L, muss die Wellenzahl k so gewählt werden, dass sie ein Vielfaches von pi dividiert durch L ist. Ein ganzzahliges Vielfaches. Dieses Vielfache ist hier n und das ist der Index an dieser Wellenzahl, die erlaubt ist. Die Wellenfunktion verschwindet natürlich für alle x kleiner 0 und x größer L. Und dieser Ausdruck gilt nur für x in diesem Intervall. Die entsprechende Energie bekommt man, indem man den Operator darauf anwendet, also p² durch 2m. Anwenden von des Impulsoperators auf diese Wellenfunktion ergibt genau ein h² mal k. Und wenn wir das quadrieren, gibt es genau das h² Quadrat kn². Damit verstehen wir, warum das genau diese Energie ist, die zu dieser Eigenfunktion gehört. Hier sind die ersten drei Energieeigenfunktionen skizziert. Für n gleich 1 erhalten wir k1 genau pi durch L. Und die erste Eigenfunktion psi1 ist gegeben durch Sinus px dividiert durch L, was diesem grünen Funktionsgraphen entspricht. Der Vorfaktor ist so gewählt, dass das Integral über das Betragsquadrat von hier etwa psi1 von x über das Intervall von 0 bis L genau 1 ergibt. Das heißt, das ist genau der Faktor, der dafür sorgt, dass der Zustand auf 1 normiert ist. Für n gleich 2 erhalten wir k2 ist gleich 2pi dividiert durch L, was genau einer Schwingung des Sinus entspricht. Und für n gleich 3 haben wir eine Schwingung mit 3 Halbwellen innerhalb dieses Intervalls von 0 bis L. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis an diesem Modell ist, dass durch die Beschränkung des Teilchens auf ein endliches Intervall, hier 0 bis L, nur diskrete Impulseigenwerte erlaubt sind, die mit den Randbedingungen verträglich sind und dadurch auch nur diskrete Energien möglich sind. Das heißt, wir haben hier gequantelte Eigenenergien En vorliegen, die genau von dieser Form sind. Hier gibt es einen konstanten Vorfaktor, multipliziert mit n², wobei n alle natürlichen Zahlen durchläuft.